Ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht hier den Lego Technik 42110 Land Rover Defender vorstellen kann. Und dieser Bitte möchte ich heute nun endlich nachkommen. Und damit auch hallo und ein herzliches Servus. Ich bin der Luca von Brick-a-Brack und heute schauen wir uns dieses Modell im Review mal ein bisschen genauer an. Das heißt, wir reden hier insgesamt über knapp 2570 Teile. Das Modell stammt aus dem Jahr 2019, wird also heuer vom Markt gehen. Das heißt, falls es euch gefällt, holt es euch noch. Und genau, ich zeige euch einfach mal, wie machen wir es. Am besten so wie immer. Zuerst mal mit der Verpackung beginnen wir. Das ist nämlich die hier. Die ist zuerst mal sehr groß, allerdings auch sehr dünn, aber das macht ja nichts. Die ist innen komplett voll, also da ist keine Luft mehr für irgendetwas. Zu den Tüten und so weiter komme ich gleich. So sieht es von hinten aus. Wir haben kein B-Modell mit dabei. Das heißt, wir haben hier hinten nur die Features drauf, die das Hauptmodell hat. Es gibt kein B-Modell. Ansonsten, was haben wir hier vorher noch drauf? 11 Plus, als fast 20-Jähriger fühle ich mich durchaus angesprochen. Ansonsten kann ich euch das noch zeigen. Das ist innen drin. Nochmal, da sind auch noch ein paar Tüten drin. Und dann komme ich mal hier zur Anleitung. Das ist die hier und die ist gar nicht dünn. Also hier 2500 Teile, das könnte auch die vom Schaufelradbagger sein, von der Dicke her. Mal schauen, wie viele Seiten wir haben. 489 Seiten und 860 Bauabschnitte. Danach haben wir hier nochmal ein bisschen was an technischen Daten. Da sehen wir auch schon was vom Getriebe. Da wird hier nämlich beschrieben, dass es ein Vier-Gang-Getriebe hat, und zwar ein sequentielles Vier-Gang-Getriebe, inklusive Schalthebel für Über- und Untersetzung und natürlich einem Automatikschalthebel. Das schauen wir uns natürlich gleich noch an. Übrigens, hier vorne ist leider nicht wie bei den anderen großen Modellen irgendwie so eine Geschichte des Land Rover Defenders noch drin, sondern man beginnt hier wirklich gleich mal mit dem Bau. Hier vorne, das sagte ich, oder da habe ich schon erwähnt, auf das mit den Tüten, da komme ich gleich zu sprechen. Da wären wir jetzt hier bei diesem Punkt. Ihr seht also insgesamt vier Tütengruppen. Zuerst baut man die Hinterachse, dann die Vorderachse und die Sitze hinzu. Dann wird einmal der hintere Teil verkleidet und dann vorne die Front. Und da kommen noch ein paar Details rein. Apropos Details, und dazu schnappe ich mir das Ding jetzt wieder. Alles, was ihr hier seht, wo ihr euch denken könntet, sind das eventuell Sticker oder ist das bedruckt? Es sind leider Sticker. Wir haben hier kein einziges bedrucktes Teil dabei, was ich sehr schade finde, da es ja auch ein Lizenzfahrzeug ist. Wir haben dafür eben viele, viele Sticker. Ich glaube über 40 oder so knapp 40, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe die auch alle aufgeklebt, weil ich hätte es halt gern drauf, wenn da schon Defender draufsteht, dass ich das dann auch am fertigen Modell sehe. Weil die Lizenz kostet ja auch Geld für Lego, also im Endeffekt zahlt der Kunde, also ich dann auch. Das heißt, ich will ja auch auf meinem Modell dann drauf haben, eben so einen Defender oder Land Rover Schriftzug. Am besten messe ich das mal aus, dann wissen wir, über welche Größe wir hier reden. In etwa bis hinten, Hinterrad sind wir so bei knapp, ja, 43, 44 Zentimetern. In der Höhe bis hier oben wirklich Box vom Dach da 22 Zentimeter. Und in der Breite, ja, von hier von Reifen zu Reifen etwa 21 bis 21,5 Zentimeter. Ich brauche die nochmal. Die Messlatte erinnert mich da bitte dran. Zuerst zeige ich euch das Ganze mal hier aus der Übersicht. Also hier mal kurz rumgedreht. Das ist die Front. Sehr schön gestaltet, schön bullig, gefällt mir gut. Hier mal von der Seite. Hier mal der hintere Bereich mit einem schönen Ersatzrad drauf, oben mal kurz aufs Dach gelinst und unten, und da sieht man schon vieles von der Technik. Eine spannende Geschichte, da erzähle ich gleich ein paar Worte mehr. Ich finde, die Sticker passen hierauf. Also gleich vorweg, die Sticker haben hier nicht die beste Qualität. Also wo ich das gebaut habe, 2019 war das, da habe ich das Modell bekommen nach der bestandenen Führerscheinprüfung. Das war quasi mein Auto hier zum Führerschein. Ich habe es genossen, den Aufbau hat mega viel Spaß gemacht und auch das Modell an sich kann sich durchaus sehen lassen. Einer meiner größeren Kritikpunkte sind wirklich die Aufkleber, vor allem hier vorne. Selbst wirklich solche großen Liftarme, und da müsst ihr quasi den Aufkleber als Ganzes drüber kleben. Und wenn der hier vorne nur ein bisschen über die Rundung des Liftarms kommt, dann fängt der schon an, sich zu wölben, und das ist eher unschön. Also das finde ich nicht wirklich gut. Hier kann man wirklich alle paar Stunden, Tage mal drüber fahren, wieder das glatt drücken. Also die haben wirklich nicht die beste Qualität, die Aufkleber. Ich weiß auch nicht, ob man es hier vorne sieht. Es wirkt so, als wären hier auch unterm Rand
noch ein paar Luftblasen, als würde es irgendwie hier sehr glitzern dann noch an den Außenstellen der Aufkleber. Ich weiß nicht, wie es die Kamera einfängt, aber es ist halt. Von den Aufklebern war ich hier wirklich ein bisschen enttäuscht. Wir haben auch das Thema, dass wir wieder nicht den Farbton genau treffen. Siehe hier auch den Aufkleber. Hier ist es ein deutlich dunkleres Grau, aber das haben wir auch sonst noch ein paar Mal gehabt. Ich glaube, innen drin war irgendwo noch ein rein grün auf grüner, also auf eine grüne Fläche ein Aufkleber. Ich glaube jetzt nicht. Was ich schon besser finde, wieder von den Aufklebern her, was mir gut gefallen hat als Detail, das sind hier vorne ja, die Leuchten. Also das sieht gut aus, das finde ich wirklich top, das passt. Kommen wir mal zu den Funktionen. Funktion Nummer 1, es hat eine Federung und ihr wisst, ich stehe auf große gefederte Geländewagen. Ich habe mich hier wirklich drauf gefreut und die Federung, also das kann sich hier wirklich sehen lassen. Das ist schön gefedert, das macht Spaß. Allerdings habe ich auch hier wieder ein bisschen was einzuwenden. Und zwar die Federung an sich ist schön. Hinten zwei rote harte Federn pro Rad, also Einzelradaufhängung. Vorne jeweils eine rote und eine weiche graue. Auch wieder mit Einzelradaufhängung. An sich klingt es gut und sollte in der Theorie völlig ausreichend sein für 2500 Teile. Ihr seht es allerdings schon, der sackt ein. Ich kann den noch hochheben. Also hier drückt es die Federn schon runter. Und jetzt dafür brauche ich hier meine Messlatte nochmal. Ich zeige euch das nämlich auch gleich. Schauen wir mal hier. Ich gehe jetzt, ich zeige euch das so. Seht es, glaube ich, besser. Ich gehe jetzt hier auf die Linie, auf die hier. Hier sind wir so in etwa, ja, wenn ich es komplett hochhalte, also das ist, also wie hoch die Federn wirklich gehen sollten, sind wir bei 10,7 cm in etwa. Ich glaube, ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will. Und jetzt liegen wir bei in etwa 9,8 cm. Also fast ein ganzer Zentimeter wird hier an Federweg einfach irgendwo zwischendrin verloren. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Hier hätte man wirklich sich bei der Federung ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich zumindest. Vorne ist es nicht so schlimm. Also vorne könnt ihr die rote, die weiche Feder durch eine rote noch austauschen, also die weiche durch eine harte. Und damit soll es vorne passen. Hinten müsstet ihr wahrscheinlich noch eine dritte Feder dazu bauen. Es sollte der Platz noch da sein. Also der sollte noch drin sein. Ich zeige es euch auch gleich. Ich nehme da hinten mal direkt den Reifen ab. Damit kann ich euch auch hier mal die Felge zeigen, sofern der Fokus drauf geht. Die ist nämlich cool. Die ist neu damals mit dem Modell hier eingeführt worden. Kommt mittlerweile auch beim 42 100 und 25 Ferrari vor. Und ja, kam halt hier mit dem Land Rover das erste Mal vor. So ist die Hinterachse gebaut. Ihr seht auch, das ist noch das alte System, nicht das neue Planetengetriebe aus dem 42099. Falls ihr zu dem Offroader mehr wissen möchtet, findet ihr oben einen Link zum Review in der Infokarte. Ihr seht hier innen drin zwei rote Federn und auf der Seite daneben ist noch Platz für eine dritte, theoretisch. Ich würde da einfach noch eine dazu bauen und dann sollte das klappen. Vielleicht mache ich es auch mal, weil ich werde den sowieso nochmal zerlegen. Da komme ich gleich drauf, wenn wir dann über das Getriebe sprechen. Ansonsten zuerst mal vorne, was haben wir noch an Funktionen? Wir können die Motorhaube aufklappen. Da sehen wir hier einen Reihen-Sechszylinder. Leider nicht mit den großen Kolben, sondern wieder hier über die Technikachsen mit dem Achsstopper drauf. Ist aber auch so ganz nett gelöst. Hier ein bisschen an Detail, hier Luftfilter oder was das ist. Hier noch ein bisschen was angedeutet. Und dann haben wir hier ein schwarzes Zahnrad. Und hier, ich wollte gerade rot sagen, weil ich hier schon auf den roten Punkt hier vorne schaue. Ich zeige euch das auch gleich mal aus der Nähe. Seht ihr vorne diesen roten Knubbel und auf der anderen Seite ein schwarzes Zahnrad. Das brauchen wir hier vorne für die Seilwinde. Hier ist nämlich eine Seilwinde dabei. Wenn ich jetzt so mal dran ziehe, tut sich nichts. Löse ich das Ganze hier jetzt, indem ich diesen roten Zapfen nach vorne drücke, kann ich hier die Seilwinde ausfahren. Ich fahre sie nicht zu weit aus, denn das Ganze wieder reinkurbeln funktioniert über das schwarze Zahnrad, dauert allerdings aufgrund der Übersetzung schon ein Weilchen, deshalb ziehe ich das jetzt nicht ganz raus. Ansonsten noch zum Design, was ihr schon gesehen habt, auch die Kotflügel hier sind neu, die auf beiden Seiten. Was ich allerdings ersetzt habe, sind diese blauen Pins hier drin. Da gehören eigentlich blaue Dreierpins rein, wie sie auch sonst im Modell an verschiedenen Stellen noch zu finden sind. Ich habe die hier durch schwarze ausgetauscht, die hatte ich noch von alten Exoforce-Sets übrig und das finde ich doch deutlich, deutlich hübscher. Zum Vergleich, hier oben habe ich die blaue gelassen. Also hier das Blau auf den Grünton ist meiner Meinung nach ein Schlag ins Gesicht, einfach optisch. Ich finde es
farblich katastrophal, die Kombi, aber das ist wirklich subjektiver Geschmack. Gibt auch viele, die die Farbe Grün hier an sich überhaupt nicht mögen. Also, das ist wirklich subjektiv einfach mein Geschmack, dass ich hier das Blau mit dem Grün in der Kombi nicht mag. Hier habe ich es noch gelassen, weil ich habe die leider nicht in Schwarz, ich hätte nur in Beige und das wird dann genauso komisch aussehen. Ich hoffe, da geht der Fokus drauf. Ihr seht es unterm Spiegel. Also, das ist eher unschön, aber ich werde da, glaube ich, auch mal von Alternativhersteller mir Ersatz holen. Wir hatten das vorne für einen Moment mal abgehakt. Ich komme ja dann gleich aufs Getriebe. Zuerst können wir hier noch die Türen aufmachen. Die sind stabil. Die sind super stabil. Das passt einwandfrei. Hier unten auch nochmal gesichert. Seht ihr das hier über die Liftarme? Was mir wieder weniger gefällt, ist hier innen drin, dass der Aufkleber über die ganzen Teile aufgeteilt ist und es als Ganzes dann nur ja, mit mäßigem Erfolg ein stimmiges Bild wieder erzeugt. Das ist halt einfach. Den Aufkleber bereue ich ein bisschen. Innen drin übrigens, seht ihr hier mal rein, ist auch noch ein bisschen was an Aufklebern zu sehen. Ich mache auch hier mal die Türe auf. Könnt ihr zum Fahrersitz schauen? Und ihr seht innen drin auch schon die Ganghebel. Also wie gesagt, wir haben ein Viergang-sequenzielles Getriebe drin. Das heißt, ein Automatikgetriebe. Hier kann ich mal grundsätzlich auswählen mit dem, ich hoffe, ihr seht es mit diesem Schalter hier zwischen Neutral, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang und dann hier nochmal zwischen Low und High. Warte, hier haben wir Low und hier haben wir High, genau. Das kann ich damit auswählen und dann habe ich hier noch einen 2x2 Rundstein geriffelt, über den ich dann mal schauen, ob ich das von da zeigen kann. So, jetzt wird es kritisch, aber sollten wir ihn kriegen, genau, den hier und da kann ich dann die Gänge durchschalten, die vier. So funktioniert das, also innen von der Technik echt extrem spannend zu bauen. Man muss aufpassen. Also da hatten ja viele das Problem, dass hier nach dem Zusammenbau vieles geknackst hat, vieles nicht funktioniert, das Ding stehen geblieben ist, die Achsen gegenläufig waren, der Motor sich nicht mitbewegt hat, dass das Ganze einfach schwer ging. Ich habe mich wirklich bemüht beim Zusammenbau. Bei mir hat es nicht geknackst. Ich war heilfroh. Da habe mir gedacht, ja super, Gott sei Dank knackst das hier nicht. Ich muss das nicht nochmal auseinandernehmen. Dann habe ich es in etwa für ja, ein paar Monate ins Regal gestellt, nehme es dann wieder raus, schiebe es über den Tisch, möchte sehen, wie vorne die Kolben mit Flitzen knackst das Ding. Ja, also das war das, was ich meinte. Ich muss es nochmal zerlegen. Also keine Ahnung, vielleicht war es hier vom Rumfedern, dass irgendwo ein bisschen was sich verkeilt hat, verstellt hat. Ich weiß es nicht. Ich werde mal zerlegen, vielleicht fällt mir was auf. Aber ansonsten, das Getriebe an sich ist spannend. Lego hat, glaube ich, damals in der Produktbeschreibung geschrieben, ist das Aufwendigste, was sie bis dato gebaut haben. Also das könnte hinkommen. Man kann jetzt natürlich sagen, hier unten sehe ich wieder recht wenig, außer hier ein Differential vorne drin, hier ein Differential und hier nochmal eins. Das heißt, auch die Hauptachse wird quasi nochmal in der Länge durch ein Differential geteilt. Aber man kann jetzt sagen, hier oben sehe ich ja wieder vom Getriebe nichts so wie beim Bugatti. Allerdings hat man, was man auch dann beim Lamborghini noch weiter verbessert hat, Review zum Lamborghini verlinke ich euch oben, falls ihr da mehr Infos dazu haben möchtet. Ich kann nämlich hier hinten das auch über einen ausgeklügelten Mechanismus hier mal das Rad runterdrücken und die Tür aufmachen. Dann kann ich da hinten mal reinschauen, sehe ich schon ein bisschen mehr vom Getriebe und dann kann ich, Achtung, ich kriege das am besten hin, doch von hinten so, ich werde es so zeigen müssen, kann jetzt hier die komplette Rückbank hochheben. Und habe dann einen schönen Blick innen auf die Schaltung. Und wenn ich jetzt da mal schalte, solltet ihr dann auch sehen, dass sich hier was bewegt. Ich versuche auch gleich das Ganze nochmal über den Tisch zu schieben, um euch vorne noch die Kolben zu zeigen. Aber das hier hinten wollte ich euch zuerst noch präsentieren. Und das ist dieser Mechanismus über das Reserverad. Ist dieselbe Felge, das heißt, die sind fünfmal dabei, genauso wie hier ja, das Profil drauf. Ist auch über ein Gummi gelöst und funktioniert, dass das wieder zurückgeht, sofern das Rad hier nicht an der Tür schon grundsätzlich schabt. Also klasse Mechanismus. Hier hat man sich wirklich was dabei gedacht bei dem Auto. Also das finde ich spannend. Türen super Mechanismus, hinten ist zum Aufmachen, coole Sache. Das Getriebe an sich von der Theorie her, eine Winde mit dabei, passt die Federung vom Gedanken her wirklich cool. Im Endeffekt leider zu schwach, das ist es halt. Aber ich finde, ist ein cooles Set. Genau. Machen wir es nochmal auf und ich schalte mal hier in den Vorwärtsgang. Dann gehen wir auf Low und ich habe keine Ahnung, welchen Gang ich gerade eingestellt habe. Ich beginne mal von hier hinten, weil bis die Übersetzung greift, dauert das, aber ihr solltet das sehen, dass sich hier vorne was mitbewegt. Probieren wir es mal.
Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Ich werde versuchen, kriege ich das hin genau. Wenn ich hier in der Antriebsachse drehe, dass sich auch hier vorne die Kolben bewegen. Oder? Nee, doch funktioniert. Sollte funktionieren. Also es ist jetzt ein langsamer Gang, hier knackt nichts. Will ich jetzt mal hochschalten. Ich glaube, dann hätten wir den. Ihr hört es. Ihr hört es eh. Da brauche ich das nicht weiter quälen, das arme Getriebe. Das muss ich nochmal zerlegen. Lenkrad innen drin, Hammer, ist dasselbe wie vom Arox, also das Standard große Zahnrad. Lenkrad sage ich. Und wenn ich jetzt hier drehe, also bei den Reifen, wenn ich da irgendwie drehen versuche, da tut sich noch nichts innen drin, kann ich aber schön damit lenken. Nicht nur innen drin, ich habe eine Hand-of-God-Steuerung, ich habe hier oben noch ein Zahnrad und damit kann ich eigentlich lenken und da lenkt sich auch innen drin, mal schauen, ob ihr das sehen könnt, innen drin noch das Lenkrad mit, finde ich eine coole Sache. Ist super, also hier kann man wirklich schön damit rumfahren, das passt. Der Wendekreis ist auch okay, macht Spaß hier mit der Federung auch quasi so eine Kurve zu fahren, ist wirklich, ist eine tolle Sache. Oben noch kurz zu dem Zeug, was wir auf dem Gepäckträger haben. Hier sind ein paar von den Platten dabei in Grau. Keine Ahnung, was die genau machen. Falls ihr es wisst, schreibt gerne einen Kommentar und dann weiß ich dann auch Bescheid. Dann gibt es hier noch so eine Box. Auch die kann ich aufklappen. Die ist aus Systemsteinen gebaut. Kann ich auf- und zuklappen. Und dann haben wir hier auf dieser Seite ebenfalls noch eine Box, die ich aufklappen kann. Und hier auf der Seite habe ich eine Leiter, die ich hoch und runter klappen kann. So ähnlich wird ja auch die Einstiegsleiter dann beim neuen Cetros sein. Falls ihr zudem mehr Infos haben möchtet, klickt euch gerne hier mal rein. Und wie gesagt, kann ich wieder aufklicken. Und ihr seht hier, das ist nicht sonderlich stabil. Und das ist Absicht. Ich kann das komplette Zeug hier oben einfach mal nehmen und als Ganzes runternehmen. Okay, ich hätte vielleicht hier das zuerst noch wegnehmen sollen. Vielleicht bleiben ein paar Pins mal stecken, aber als Grundsatz kann ich den auch so hinstellen, wenn er mir so besser gefällt. Also ich brauche das Ding hier nicht zwingend drauf. Ich finde es hübsch, ich werde es auch dann wieder raufgeben, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, wie es aussieht ohne dem Zeug drauf. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was sagt ihr zu dem coolen Teil hier? Ich finde es eigentlich ein sehr, sehr solides Set für 180 Euro, 2500 Teile ist mal zum Schlucken, aber man kriegt es ohne Probleme für 130 und drunter. Wie gesagt, er geht vom Markt heuer. Wenn er euch gefällt, holt ihn euch noch. Lohnt sich sicher zum Aufbau, falls ihr auf diese Getriebe steht und grundsätzlich auf große Technikautos, dann kann ich es wirklich empfehlen. Wir haben das mit der Federung. Müssen wir einfach schauen, dass wir da noch ein bisschen was austauschen und dazu bauen. Und mit dem Getriebe werde ich mir auch noch mal mehr Mühe geben beim Aufbau. Und dann schauen wir, wie das Ganze wird. Ich jedenfalls habe mich gefreut, dass ich das heute mal vorstellen konnte. Bin ja schon ein paar Mal gefragt worden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Review, bis zum nächsten Video. Macht's gut und Servus, euer Luca von Brick-A-Brack. Ciao.